Herzlich willkommen zu unserer Fragerunde Was wäre wenn? Dieses Mal sind wir auf der Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings. Los geht's! Was wäre wenn ihr euch ein Gesetz ausdenken würdet? Ich würde sagen Konfetti für alle. Ja. Gib der Zukunft mehr Konfetti. Ich würde Sozialismus einführen, also bitte. Das ist wirtschaftlich nicht vernünftig für andere. Außerdem müsstest du erstmal der Versuchung widerstehen, dich selbst zu bevorteilen. Meine Aussage wäre gewesen, es wäre ein sehr kurzes Gesetz geworden, weil ich diese langen Gesetzestexte, die versteht ja kein Mensch. Dementsprechend kurz, bündig, dankenswert, einfach. Aber was wäre, wenn 20 zufällig ausgewählte Menschen ein Gesetz verabschieden dürften? Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es genauso heiße Diskussionen gäbe, wie wenn sich 30 zusammensetzen oder 40 zusammensetzen, weil es unterschiedliche Blinkwinkel gibt. Dann würden sich, glaube ich, 20 Leute mal mehr Gedanken über ein Gesetz machen, wie man manchmal den Eindruck hat, wie sich der ganze Bundestag Gedanken macht. Das Ganze nennen wir auch Demokratie und Politik und es ist nur gut. Kannst du auch 20 Scheißpersonen erwischen, ne? Ja, das kann auch ganz, ganz böse enden. Also, lassen wir den Scheiß. Wir leben ja in der Demokratie und da können wir halt Mehrheiten wählen. Oh, ich glaube, das wäre ganz schlecht, weil man muss sich da gut auskennen in den Paragraphen und den Rechten. Weil es doch sehr zufällig wäre und heutzutage Gesetze oft zu komplex sind, als dass es ein vollkommenes Thema für zufällig ausgewählte Menschen mit den unterschiedlichsten Auffassungen, die man so haben kann, sein kann. Ich glaube, es wäre ein super spannendes Experiment und mich würde interessieren, was dabei rauskommen würde. Ich würde es eingehen. Was wäre, wenn Kinder wählen dürften? Dann würde man vielleicht in einer gerechteren Welt leben. Ja? Okay, stimme ich zu. Ja, können wir ganz kurz abhaken. Das ist eigentlich gar keine Frage, weil das ist eigentlich eine Forderung. Und ich kann mich erinnern, dass in der Jugendarbeit es noch gar nicht so lange her ist, dass man eher sowas wie ein Kinderwahlrecht eingeführt hat. Früher in dem Verband, wo ich herkomme, nämlich bei den Pfadfindern, war es so, dass die Eltern für ihre Kinder gestimmt haben. Und dann wurde das Kinderwahlrecht eingeführt. Und was waren da für Bedenken? Die verstehen das alles nicht. Das ist alles viel zu kompliziert. Der Haushalt und das Geld, ja Quatsch. Können die super. Oder es mit Herbert Grönemeyer zu sagen, Kinder an die Macht.